Heute geht es um die Meilenschnäppchen von Lufthansa, von Swiss, von Austrian, von Lot. Und wir schauen mal noch nach, was es für andere Meilenschnäppchen. Willkommen zu Frequent Traveller TV. Takeoff wäre heute auch noch dran, aber jetzt geht es erstmal um die Meilen-Schnäppchen, wie immer am ersten Tag des Monats. Ihr habt ja schon die Meilen-Highlights gesehen. Ich bitte euch trotzdem nochmal, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, den Kanal zu abonnieren. Da ich gestern für meine Dankbarkeit, dass ihr den Kanal abonniert habt, auch noch positive Stimmen bekommen habe, gebe ich euch natürlich nochmal ein Danke, dass ihr ihn abonniert habt. Wichtig ist auch, dass ihr uns die Glocke anmacht, damit wir quasi keine Sendung verpassen. Und ganz, ganz wichtig, Kommentiert unten, was ihr zum Beispiel heute von den Meilenschnäppchen haltet, beziehungsweise liked den Beitrag, damit der Algorithmus uns wieder liked. Die erste Fluggesellschaft, die wir uns anschauen, ist natürlich die Lufthansa. Die Lufthansa mit ihren Meilenschnäppchen war ja vorher immer etwas mau, jetzt sieht es nach wesentlich mehr aus. Die Langstrecke ist auch wieder dabei und zwar sehr reichhaltig sind die Ziele, die jetzt gekommen sind. Schauen wir uns das Ganze mal an von den Bedingungen her. Der Buchungszeitraum wie immer ist natürlich von heute bis zum 28. Februar. Dann der Reisezeit bei Kurzstrecken vom 15. März bis zum 30. April. Die Langstrecke ist ein etwas längerfristiger. Vom 15. Mai bis zum 30. Juni. Also die Langstrecken, Mittelstrecken könnt ihr wesentlich länger buchen. Und ihr profitiert im Moment auch noch von der Sonderkulanzregelung, dass Meilen-Tickets immer noch gegen 25 Euro umgebucht werden können. Also wie gesagt, wichtig ist, dass der Reisetermin immer eingehalten werden muss. Und wie immer bei Meilen-Schnäppchen, es gibt keinen Companion-Award. Es gibt da keine Diskussionen. Also insofern sparen mit den Tickets. Aber lasst uns direkt mal in die Lufthansa-Tickets eintauchen. Bei der Lufthansa schauen wir uns jetzt mal die Ziele für 25.000 Meilen an, die normalerweise 50.000 Meilen kosten. Da haben wir als erstes Paris Charles de Gaulle mit 25.000, dann Budapest, Prag. Sofia, Warschau, Krakau, Toulouse. Alles interessante europäische Ziele, wo es dann spannender wird ab Deutschland. Schauen wir uns einfach mal die Ziele ab 40.000 an. Da gibt es nämlich nur ein Ziel in der Business Class mit der Lufthansa für 40.000 anstatt für 70.000. Für 55.000, das ist dann schon wieder etwas weiter, ist nämlich nach Nordamerika. Das ist Atlanta, Boston, Chicago, New York, Washington, Dallas, Johannesburg. Und vor allem Houston. Ganz wichtig ist, das sind normalerweise 112.000, hier sind es jetzt 55.000. Die weitesten Ziele mit der Lufthansa haben wir noch nicht mit 60.000. Das ist nämlich Mexiko-Stadt, das ist normalerweise 127.000 kostet. Und das weiteste Ziel mit 70.000, aber auch nur ein Ergebnis, das ist Sao Paulo. Und Sao Paulo lohnt sich doch immer und 142.000 Meilen hört sich nicht so gut an, aber 70.000 hört sich sehr. Sehr gut an wie ihr seht diesmal sind da schon viele ziele bei ich nehme einfach mal die filter raus für alle meilenwerte aber in der business klasse wie ihr seht das hatte ich rausgefiltert wer noch möchte premium economy schaue ich euch auch nach es sind nämlich nur drei meilenwerte die es gibt nämlich für 40.000 anstatt 80.000 Atlanta und Chicago in den USA oder Sao Paulo 55.000 ab 110.000. Ihr habt jetzt auch gesehen, wie ich das hier oben einstelle, dass ihr das selber auf der Main schnäppchen seite schauen könnt. Die Lufthansa haben wir uns hier jetzt angeschaut. Danach kommt wie immer die Swiss. Die Swiss hat immer noch den Vorteil, dass wir den Zubringer ab Deutschland inkludiert haben, zum Beispiel nach Zürich. Das heißt also, in dem Meilen-Schnäppchen ist es mit dabei. Aber das Meilen-Schnäppchen ist halt relativ mau. Was ansonsten noch bei der Swiss zu beachten ist, der Reisezeitraum ist natürlich, wenn ihr im Buchungszeitraum im Februar, den bis zum 28. Februar wahrnehmt, sind wie bei der Lufthansa 15. März bis 30. April für die Kurzstrecke und die Langstrecke bzw. Mittelstrecke vom 15. Mai bis zum 30. Juni. Also das müsst ihr machen. Ganz, ganz wichtig ist halt, dass der Hinflug erst am ersten Tag des Reisezeitraums möglich sein oder als möglich ist, um es ganz genau zu sagen. Und der Rückflug muss natürlich am letzten Tag der Gültigkeit stattfinden. Also den Zeitraum ganz wichtig beachten. Aber hier lasst uns einfach mal jetzt schauen, was von den Meilenschnäppchen bei der Swiss zu finden ist. Bei der Swiss habe ich in der Business Class sieben Ergebnisse. Das wäre Beirut, Kairo, Tel Aviv. Die sind alle für 40.000 anstatt für 70.000 Meilen. Montreal ist 55.000 oder aber mit 25.000 in europäisch Genf, Zürich oder Lugano. Ganz wichtig, merkt hier: Abflüge sind von Deutschland. Also insofern, da sind die Zubringerflüge mit dabei. Wenn ich einfach den Abflug auf die Schweiz setze, dann suchen wir einfach mal Schweiz aus, gucken, was er macht. Dann hat er natürlich etwas mehr Ziele, 61 Ergebnisse äh, mit allen Buchungsklassen. Gebe ich aber hier wieder Business Class einfach ein, sind wir auf 29. Da machen wir doch wieder die Meilenwerte. Das weiteste Ziel wäre auch hier wieder Sao Paulo, allerdings mit der Lufthansa ex ähm, Zürich. Und wenn ihr hier seht, Lufthansa gibt auch nichts von der Swiss. Wenn man dann jetzt wieder hoch auf alle Meilenwerte geht und wir geben einfach mal Swiss ein, damit wenn ich die Lufthansa-Werte eingeben, dann sind das 19 Ergebnisse und er filtert uns dann für 55.000 die weitesten Ziele raus und das wäre Montreal mit der Swiss ab der Schweiz. Also ihr seht, ab Deutschland, weil der Zubringerflug dabei ist, gibt es ab der Schweiz nicht mehr was wären die meilen schnäppchen ohne austrian airlines die austrian airlines macht natürlich bei den meilen schnäppchen mit heißt also bei den meilen schnäppchen wie gehabt ihr könnt dann mit der austrian fliegen gibt aber ganz wichtig keinen zubringer das heißt also die haben keinen zubringer inkludiert damit müsst ihr euch dann ab Wien damit anfreunden oder ab den Bundesländern. Also im Prinzip auch hier wieder die Buchungszeitraum 1. Februar bis zum 28. Februar. Reisezeitraum 15. März bis 30. April. Aber das ist wirklich nur wieder für die Kurzstrecke, die Mittelstrecke und die Langstrecke hat genau den 15. Mai und den 30. Juni. Altes Spiel, ihr kennt das schon. Auch hier gilt natürlich für die Umbuchung gegen 25 Euro. Und schon schauen wir uns mal die Meilenschnäppchen an. Genauer an. Ja, die Austrian darf hier nicht fehlen. Abflug ist Österreich. Ganz einfach, weil es natürlich keinen Zubringerflug dafür gibt. Da müsst ihr ab Österreich fliegen. Da gibt es 54 Ziele. Schauen wir uns einfach mal die Buchungsklassen an. Die spannenden Buchungsklassen sind halt wirklich bei der Austrian wieder die. Business Class Ziele. Da gibt es viele innereuropäische Ziele mit 25.000 Meilen anstatt 50.000 Meilen, Barcelona, Stockholm, Malaga, Rom, Mailand, Bukarest, Venedig. Aber da kommen schon zwei Ziele und das wäre New York und Chicago für 55.000 anstatt für 112.000 Punkte. Im Moment gibt es noch keine Ziele wie Los Angeles oder sowas, weil der kommt ja erst in Flugplan im Sommer. Ja, damit sind wir eigentlich bei der Austrian durch, weil wenn wir hier jetzt ja Premium Economy eingeben, gibt es natürlich auch zwei Flüge, Washington, Dallas 40.000 anstatt 80.000 und New York, also nichts Aufregendes. Mein Schnäppchen gibt es ja auch bei der Lot ab Warschau, auch hier gibt es keinen Zubringer, da sind die Reisedaten etwas anders, aber das Buchungsdatum ändert sich nicht, das heißt also, ihr müsst vom 1. Februar bis zum 28. Februar gebucht haben und der Reisezeitraum bei den Langstrecken ist hier der 1.3. bis zum 30.4. Und dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal an für die Kurzstrecke. Und bei der Kurzstrecke wäre das dann zum Beispiel der Reisezeitraum auch 1.3. bis 30.4. Also das müsst ihr beachten, dass es da einen Unterschied gibt. Aber lasst uns die 122, glaube ich, 122 ähm, Ziele, die es gibt, mal anschauen. Mein schnäppchen wären nicht komplett, wenn wir nicht die LOT auch einmal abschau, anschauen würden. Warum? Weil die LOT hat natürlich geringere Zuzahlungen bei den Steuern und Gebühren. Deshalb ist das immer Geheimtipp, will ich nicht sagen, weil er mittlerweile doch zu öffentlich bekannt ist. Aber hier an dieser Stelle schauen wir einfach mal genau rein. Gibt natürlich die Klassiker: Berlin, 316 Nordischen Meilen, ist jetzt nicht wirklich weit, aber Paris, Stockholm, Mailand, Istanbul wäre spannend für 25.000 in meinen Augen. Lemberg ist innerhalb Polens, das bringt jetzt auch nicht wirklich was. Vilnius, Ljubljana, Belgrad, aber hier kommt schon das Spannende. Dubai für 40.000 anstatt für 70.000, gibt es ja auch bei der Lufthansa. Dann Toronto, Pearson für 55.000 anstatt für 112. New York für 55.000 anstatt für 112. Und dann kommen sie weiter. Die europäischen Ziele einfach durchgescrollt. Dubai 25.000 in der Premium Economy anstatt 50.000. Und New York mit 40.000 anstatt 80.000. Genau wie Toronto Pearson in der Premium Economy. Ja, der Rest ist dann nochmal Economy-Class-Flüge. Und ihr seht ja die Ziele selber. Selbst in der Economy geht es für 30.000 nach Newark. Oder nach Toronto. Also wie gesagt, wenn der Flug auch mit Lufthansa fliegbar ist oder mit der Swiss, schaut euch den Flug ab den polnischen Startpunkt Warschau an. Warum ganz einfach? Weil die Steuern dort geringer sind. Also insofern da mal schauen, wer natürlich dann vom rustikaleren Produkt dann keine Lust hat. Man muss auch den Zubringer natürlich rechnen nach Polen, aber das muss man dann im Einzelfall immer ausrechnen, was am Ende des Tages billiger ist. Wer auf Eurowings wartet, kann ich verstehen, aber Eurowings an dieser Stelle hat noch gar nichts veröffentlicht. Also ich werde nochmal schauen, ob Eurowings kommt, aber bei Eurowings kommt leider nichts. Deshalb werde ich es nachreichen. Aber an dieser Stelle danke ich euch, dass ihr wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, mein Schnäppchen, dass ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, aber vor allem auch kommentiert, welches Ziel euch gefallen hat, welches Ziel ihr vermisst habt oder wo ihr sagt, das war das geilste, mein Schnäppchen, was ich gebucht habe. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Das Like nicht vergessen, ich hätte es fast vergessen. Also bis dann bei Frequent Traveller TV. Bis dann, ciao.